Hallo, grüß dich, Servus. In diesem Video geht es um das Thema Benchmark. Ja, Benchmark, jetzt magst du dir wohl denken, ja gut, Benchmark ist mir klar, was das ist, ne? Das ist letztendlich ein Vergleich. Aber viele sind sich dessen gar nicht bewusst, dass wir Menschen uns in einem permanenten Orientierungsprozess befinden. Bewusst oder unbewusst. Das heißt, selbst wenn du das gar nicht bewusst möchtest, bist du permanent in einem Orientierungsprozess. Stichwort Umfeld, ja. Der Mensch ist ein soziales Wesen, ja, Homo sapiens, ja, also das führt zurück zu der Steinzeit. Wenn wir damals irgendwelche Einsiedler gewesen wären oder sowas, die haben nicht sehr lange überlebt, ja, weil wir nur in der Gruppe wirklich stark waren und überhaupt eine Chance hatten zu überleben, über Zehntausende von Jahren hinweg. Und somit sind wir heutzutage mehr oder weniger alle ein soziales Wesen, ja, mal mehr, mal weniger, aber letztendlich gibt es einige mit ein paar Störungen, aber grundsätzlich sind wir das alle. Das bedeutet, dass wir aufeinander angewiesen sind. Das bedeutet, dass wir alleine eigentlich gar nicht existieren können. Also wir würden quasi fast schon sterben. Ja, also es passiert immer mal wieder, dass sich einer irgendwo runterstürzt, weil er einfach zu einsam ist oder irgendwas. Das heißt, wir sind automatisch darauf angewiesen, in der Gruppe zu funktionieren und zu leben. Und das wiederum führt mit sich, dass wir automatisch immer ein soziales Umfeld haben, welches uns sehr stark beeinflusst und wo wir uns automatisch immer wieder Benchmarks suchen. Das heißt, okay, um überhaupt mal verstehen zu können, also unser Gehirn sucht ständig nach Möglichkeiten zu der Verbesserung. Ja? Also die komplette Evolution ist auf Optimierung ausgelegt. Ja? Und deswegen suchen wir ständig nach Vergleich. Wenn wir jetzt aber ein bestimmtes Umfeld haben, wo letztendlich unsere Vergleichsmöglichkeiten oder sagen wir mal, Benchmarks limitiert sind oder vielleicht die falschen, ja, für unsere Ziele, die wir jetzt uns gesetzt haben, wenn wir irgendwie mal einen anderen Weg gehen wollen oder sowas, ja, oder du gerade erst dabei bist, dich selbstständig zu machen und bist nicht in dem Umfeld. Viele, die sich erst sehr spät in ihrer Laufbahn entschließen, selbstständig zu machen, oder grundsätzlich vielleicht der erste sind in der kompletten Familie und ihrem Umfeld, die haben ja diese Benchmark nicht, diese Vergleichbarkeit. Die wissen ja gar nicht, was überhaupt möglich ist. Also wenn, und das ist auch gut so letztendlich, weil ansonsten gäbe es ja keine Angestellten mehr. Ne? Also wenn jeder Angestellte, jeder, der irgendwo einfach einen einfachen Job macht, ja, 9-to-5 oder sowas, wüsste, was es alles für Möglichkeiten da draußen gäbe, ja, dann wird er wahrscheinlich auch ins Grübeln nachkommen. Ja? Und deswegen, aber ich spreche hier nur mit einer ganz gezielten, ganz kleinen Menge von Menschen da draußen auf meinem YouTube-Kanal oder auf meinen sozialen Medien. Und da geht es eben dabei, dass du wahrscheinlich auf meinen Kanal gestoßen bist und auf dieses Video, weil du ja schon auf der Suche bist, nach Möglichkeiten, dein Unternehmen zu skalieren oder zumindest mal selbstständig zu werden oder wo auch immer du gerade stehst, ob du schon ein paar Mitarbeiter hast oder noch nicht. Ja, und bist ja in der Regel auch schon, hast gewisse Expertise in der IT. Das miteinander kombiniert, ist natürlich schon eine sehr gute Voraussetzung, auch später mal sehr gutes Geld zu verdienen, auch Unternehmen aufzubauen und auch sehr wohlhabend zu werden damit. Ja, mal dann Exit hinzulegen und so weiter und so weiter. Unternehmen, Software zu entwickeln, die man dann lizenziert und so weiter. Und da sehe ich halt immer wieder, dass den Leuten einfach das Vorstellungsvermögen fehlt, dahingehend, was alles möglich ist da draußen. Ja, welche Märkte es gibt, die auf das, was du bietest oder bieten wollen würdest, gerne passt. Ja, und deswegen würde ich dich halt darum bitten, dass du dich bei uns meldest für eine kostenlose Strategiesession. Weil wir ja letztendlich durch unsere Tätigkeit, wir permanent in diesem Wechselspiel sind, in diesem Sparringspartner-Modus, ja, egal mit welchen Kunden auch immer, ne, ob das jetzt große sind bei uns, wo wir einfach Leads rüberschießen oder kleinere, wo wir viel Coaching machen oder was auch immer, oder komplette Konzepte jetzt aktuell auch für SaaS-Produkte und so weiter, wir sind auch stetig am Wachsen und da einfach mal bei uns reinkommen und einfach mal zu erfahren, ja, welche Art von Projekten gibt es denn überhaupt da draußen, die tendenziell eher häufiger als wie seltener zum Beispiel nach außen zu externen Dienstleistern oder Freelancern gegeben werden. Ja, damit du das überhaupt mal verstehst, damit du überhaupt dann Reverse Engineering betreiben kannst und kannst sagen, okay,
so baue ich jetzt halt meine Positionierung auf in meinem Portfolio, damit ich überhaupt mal weiß, wie soll ich mich denn überhaupt da draußen im Markt platzieren. Ja, also viele sind noch da an der Stelle, auch sogar viele Freelancer, die einfach nur von Hand im Mund gelebt haben für die letzten 10 Jahre. Also wenn du schon mal einen sehr großen Wissensschatz aufgebaut hast als IT-Techie, ja, Softwareentwickler dergleichen, und hast aber dann noch quasi, dir fehlt einfach die verschiedenen Benchmarks da draußen, ja? Ja, in welcher Industrie wird das meist häufig verlangt und das häufig welcher Tech-Stack verlangt und so weiter. Das sind durchaus Unterschiede. Ne? Es gibt gewisse Industrien, da gibt es wieder tendenziell mehr den einen Tech-Stack als wieder den anderen. Ja? Wenn du jetzt quasi dich auf einen ganz bestimmten Tech-Stack spezialisiert hast, ja? Kann ja sein, dass du trotzdem auch eine weitere lernen kannst, relativ schnell, wenn du sehr gut bist, aber dann ist das sozusagen der schnellste Weg, also der fastest way to success, dass du dann das auch matcht mit einer vielleicht bestimmten Branche oder Nische oder Industrie, da wo eben das dein Tech-Stack auch vorherrschend ist, ja. Also letztendlich the low hanging fruit, ja, damit du schnell in einen guten Cashflow reinkommst und dann darauf aufbauen kannst. Dann kannst du dann immer noch weitere Tech-Stacks dir zum Beispiel zukaufen über Mitarbeiter, ja. Das ist auch eine sehr gute Strategie, dass du letztendlich ein größeres Portfolio hast, flexibel bist in deinem Unternehmen, aber du musst ja nicht du selber alle Tech-Stacks beherrschen, ja. Okay, also so viel zum Thema Benchmark. Habe ich immer wieder in meinen Coaching-Calls auch mal stattgefunden, die stattgefunden haben, auch wieder festgestellt, dass viele einfach denen diese Vorstellung des Möglichen halt fehlt. Ne? Und das ist ganz klar. Ne? Auch ich muss mich immer wieder pushen, immer wieder in andere sozusagen Masterminds mit reinpushen und so weiter, damit ich auch mal wieder meinen Horizont erweitere. Und letztendlich ist es genau da das Gleiche, ja, in Bezug auf das, was wir eigentlich im täglichen Doing schon anbieten. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, aber auch letztens ist es mir erst wieder so richtig bewusst geworden, ja, dass eben viele diesen Horizont noch gar nicht haben, diesen Marktzugang, ja, dieses Marktverständnis vielmehr. Ja. Und ist ja auch ganz klar, weil du hast noch keine 30.000 Verkaufsgespräche geführt. Ja, für IT-Lösungen. Okay, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Melde dich bei uns für eine kostenlose Strategie-Session. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.